gibt so eine Sache an der Geschichte, die mich total fasziniert. Nämlich dieses gemeinsame Anpacken. Gemeinsam schaffen sie es, die Feinde zu besiegen. Josua an der Front und Mose mit der Unterstützung von Aaron und Hur. Gemeinsam gehen Dinge, die sonst vielleicht nicht funktioniert hätten. Und ich habe sowas auch schon an der einen oder anderen Stelle erlebt, wie genial das ist, wenn man Dinge gemeinsam anpackt und dann auch wirklich schafft. Vor einigen Jahren haben wir mal eine Veranstaltung für Männer geplant und es haben sich viele Männer für diese Veranstaltung angemeldet und ich habe mich richtig auf diese Veranstaltung gefreut. Aber dann ist genau das passiert, was sich niemand wünscht. Ich bin kurz vor der Veranstaltung so richtig krank geworden. Eine Lungenentzündung, die mich richtig flachgelegt hat. Und das war so eine Sache, wo selbst ich als aufrechter Schwabe anerkennen musste, es geht nicht. Es muss jetzt ohne mich funktionieren. Schweren Herzens musste ich mir das eingestehen. Aber dann habe ich etwas gelernt. Gemeinsam packen wir das. Ich habe gemerkt, wie wertvoll es ist, wenn man ein cooles Team hat. Und so hat dieses Team aus ehrenamtlich Mitarbeitenden diesen ganzen Tag alleine gestemmt. Das war so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, es ist gut, wenn wir die Dinge gemeinsam anpacken. Und dann kriegen wir das auch miteinander richtig gut hin, wenn wir uns unterstützen und füreinander da sind. Und ich habe gemerkt, hey, das ist doch so ein Wesenszug, der uns als Christen auszeichnen sollte. Liebe, Fürsorge, gegenseitige Unterstützung. Keine Ahnung, welche Kämpfe du in deinem Leben schon so ausgefochten hast oder vielleicht steckst du gerade auch so mittendrin in so einem Kampf. Ich möchte euch einladen nochmal zu einer Gesprächsrunde, in der ihr euch über eure Erfahrungen dazu austauschen könnt. Auf dem Begleitsheet findet ihr einige Impulsfragen dazu und ich wünsche euch einen guten Austausch.